Hallo, als erstes habe ich heute wieder Frühstück gekauft und diesmal war es eine Viertelmelone, die ich im Supermarkt gekauft habe und einfach so gegessen habe, gelöffelt habe. Es war sehr lecker und dann mussten wir auch schon wieder unsere Sachen zusammenpacken und es macht wirklich keinen Spaß manchmal, also man hat einfach keine Lust, das zu machen, aber was sein muss, muss sein. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, Sachen zusammengepackt, aufgesetzt. Es war auch echt kein leichter Spaziergang, wir mussten 20 Minuten nach vorne in der Hitze laufen zu dem Busstopp. Dann kam aber unser Bus und dann sind wir, ich glaube, ungefähr 4 Stunden gefahren. Es war eine sehr entspannte Fahrt, waren nicht so viele Leute dabei. Und auf der Strecke habe ich zwei Elefanten gesehen, die neben der Straße waren. Also es war sehr cool. Und hier sind wir dann auf die Insel gefahren. Wir sind ja jetzt auf Phuket. Ich weiß nicht genau, wie man das richtig ausspricht. Und ja, dann hat es ein bisschen angefangen zu nieseln und es sah ein bisschen grau aus. Und dann ging es auf einmal richtig los. Und die Taxifahrerin meinte dann auch, es hat seit 3 Monaten nicht so krass oder allgemein geregnet. Aber ja. Naja, war auch mal ein Erlebnis. Dann wurden wir vom Taxi abgeholt und hier sind wir jetzt in unserer Unterkunft. Wir sind direkt an der Hauptstraße, aber auch in der Nähe von der Mall, wo wir eigentlich hinwollen. Deshalb super Location. Und hier sieht man unser Zimmer. Ist sehr cool, also sehr schön. Nicht ganz so sauber, würde ich mal sagen, wenn man sich die Dusche anschaut, aber es klappt schon. Also man kann sich nicht beschweren für den Preis und für die Lage. Wir sind auch direkt neben dem 7-Eleven wieder. Da sind wir dann auch gleich einmal hingelaufen, haben uns einmal ein bisschen. Ja, eigentlich fast Abendbrot geholt. Wir waren ja dann so 17 Uhr da. Und danach sind wir nochmal losgelaufen. Hier sieht man nochmal unser Hotel, halt genau an der Kreuzung bei der Hauptstraße. Und der Parkplatz sieht halt auch irgendwie sehr interessant aus, weil so viele Mopeds und Motorräder hier rumstehen. Und dann waren wir auch schon in der Mall drin. Und es ist irgendwie total merkwürdig, jetzt nach dem Monat Reisen, auf einmal wieder sowas Modernes zu sehen, sowas, was einen irgendwie so an zu Hause erinnert, also so eine große Shopping Mall. Ja, war cool, da gehen wir ja morgen dann den ganzen Tag hin. Und dann habe ich noch geschaut, wo meine Eltern und mein Bruder gerade sind, weil die ja jetzt nach Teneriffa fliegen und da ein bisschen Urlaub machen. Und ja, da habe ich geschaut, wo sie gerade hinfliegen und das war's.